So, die Schere kann man ja auseinanderbauen. Es ist keine Beschreibung dabei. Also das ist hier so ein Magnetverschluss. Also das hält auch ganz gut. Reinklicken und sie wiegt 190 Gramm. Ist also ziemlich schwer. Ja, es ist keine Beschreibung, wie gesagt, dabei. Nüsse, das soll ein Sparschäler sein. Ich habe es schon mal probiert. Funktioniert leider nicht so richtig. Also funktioniert, aber naja, lassen wir es. Ja, Flaschenöffner, damit kann man irgendwo was rauspulen. Ist soweit in Ordnung. Kann keine Folie schneiden, das stimmt auch. Aber es ist so scharf, dass man das Ganze so... Man sieht, also es ist wirklich... Durchschneiden geht, wie gesagt, nicht. Papier, Pappe, das geht alles. Aber das kann sie nicht schneiden. Ja, wäre der Sparschäler jetzt noch etwas besser, dann wäre ich ganz zufrieden. Wenn es noch eine schöne Erklärung dazu geben würde, wäre es auch noch toll. Innen drinne, das ist gummiert. Das liegt also gut in der Hand. Es ist jetzt nicht irgendwie ergonomisch. Die sind beide gleich... Aber ja, die Klingenforen sind auch nicht sehr lang. Das ist eher eine kurze Schere. Genau. Sie ist sehr robust. Und ja, ich gebe 4 Sterne, weil für mich noch eine Beschreibung nicht nur einfach im Plastik verpackt dazugehört. Und der Sparschäler ist für mich jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit einem richtigen Sparschäler.